Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 15. November 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und die Tierkreiszeichen Schütze zeigt in die Zentrum unserer Galaxie Milchstraße. Und genau in diese Richtung bewegt sich die Sonne. Und das bedeutet Klarheit, Orientierung, konzentriert bleiben. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, nähert sich zu Neumond. Und in diesem Bereich bewegt sich noch der Mond, wo das Kreuz des Südens ist, dient auch zum Orientierung und diesem Sternbild ist von dem Südhalbkugel sichtbar und dort befindet sich die Südpol. Und es sind zwei Sterne, wo einen Einfluss haben auf diese Mondenergie und das ist Agena und Bungula und die beiden ist wie ein Uhrzeiger, zeigen auf dem Kreuz des Südens, also wie Wegzeiger und das vermittelt die Mondenergie. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und nähert sich zum Nordpol, dient auch zum Orientierung. Dieser Nordpol ist die Polarstern im kleinen Bär. Wer ist diesem kleinen Bär? Ich erzähle die Geschichte dazu. Es gab eine wunderschöne Frau, Callisto. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen. Natürlich verführte Callisto. Das Problem war aber, dass Zeus verheiratet ist mit Hera. Und Hera war wütend auf diesem Seitensprung. Und bestrafte Callisto, weil verwandelte sie in einen Bär. Aber vorher passierte noch etwas. Callisto wurde schwanger von Zeus und gebar Arkas. Nun, die Geschichte ging so weiter, dass die Mutter Callisto wurde verwandelt als ein Bär, ein Bärin, und ihr Sohn wuchs dann auf und als Erwachsene ging in die Wald zum Jagen und Arkas, der Sohn, begegnete sich im Wald mit seinen eigenen Mutter. Natürlich, die Bärin wollte ihr Sohn umarmen, aber der Junge Arkas wusste nicht, dass der Mutter ist und wollte natürlich diesem großen Bär töten. Bis dann Zeus kam als Rettung und rettete die Bärin, die Mama Bär, und rettete auch die Kleinen. Und die beiden, der große Bär und die kleine Bär, der Sohn Arkas, wurden im Himmel gesetzt. Und das sind diese markanten Sternbilder, was wir sehen von Nordhalb. Das große Bär oder große Wagen und das kleine Bär oder kleinen Wagen und hier befindet sich auch die Polarstern. Und das ist die Geschichte dazu, das ist die große Bär oder das ist die Mama, das ist die Bärin und der Sohn Arkas, der kleinen Bär. Und jetzt schauen wir an, wie beeinflusst die Sternbilder und die Planeten, Sonne, Monde, einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben intensiven Gefühlen. Sie schauen in die Tiefe oder suchen die Quelle. Die untersuchen etwas. Sie sind auch sehr intuitiv. Oder kommen jetzt Traumbilder und sie sollen auch darauf achten, das bewusst wahrnehmen, daran auch glauben. Und die Skorpiongeborenen spüren gerade auch die inneren Kraft. Und es ist auch wichtig, weil sie können momentan sehr viel erreichen, besonders beruflich. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen
kommen von sich heraus. Sie bringen sich selbst im Licht. Sie stehen im Mittelpunkt. Oder sie haben eine Tätigkeit, ein Werk und das veröffentlichen sie. Also die Schützengeborenen kommt diese Veränderung. Sie werden gerade wahrgenommen und fangen an, mal zum Aufatmen, weil die nächste Zeit wird viel leichter. In allen Ebenen, auch beruflich, auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis bewirken sie auch einiges, aber auch in der Liebe, Partnerschaft. Die Kontakte, die Kommunikation, es kann sein, dass etwas bremst noch dieser rückläufige Merkur, aber das bedeutet auch Kontakte von Vergangenheit. Die Tiere zeichnen Steinbockgeborenen, bewältigen etwas aus eigener Kraft. Sie machen sich sichtbar, sie werden sich wahrgenommen. Und alles, was sie so vorhaben in die nächste Zeit, können sie erreichen aus eigener Kraft, aus eigenen Ideen heraus. Und sie sollen auch in ihrer eigenen Meinung bleiben. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben immer noch die Thema Werte, Wertschätzung, aber auch die Finanzen, und da bewegt sich einiges, aber die Mondenergie begünstigt im Augenblick noch nicht die Finanzen bei den Wassermanngeborenen. Auch diese abnehmende Mondphase bringt auch keinen Gewinn gerade, sondern abwarten für den richtigen Moment, wenn die Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase, dann fühlen sich die Wassermanngeborenen finanziell wie befreit. Oder machen sie Gewinn. Die liebe Partnerschaft ist auch angenehm. Das ist die Begeisterung auch oder Leidenschaft. Und eine Nachricht ist auch unterwegs und das ist auch sehr gut. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen auf ihre Intuition hören. Weil da liegt die Kraft und auch das Glück, besonders finanziell, weil die Fischengeborenen haben gerade Gewinnchancen, aber sie sollen auf ihrem gesundes Bauchgefühl hören, weil das ist die richtige Entscheidung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sie sich ein bisschen unsicher, das bremst auch etwas im Augenblick, aber Geduld, weil die Bewegung kommt. Sie sollen sich momentan ausruhen, abwarten auf den richtigen Moment und die Tage verbessert sich schon alles. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen sie inneren Ballast, die inneren Gleichgewicht, aber nicht nur die innere Ruhe und dieses gutes Gefühl, sondern auch die Aktivität ist auch wichtig. Also nicht allzu bequem sein, sondern auch aktiv sein, aber nichts übertreiben. Genau das sollen die Stiergeborenen gerade ausbalancieren. Etwas unternehmen, auf andere zugehen, die Kontakte suchen, dann sich im Einsatz bringen. Aber sie brauchen auch die Rückzug, auch die Ruhe, auch mal die Zuhause genießen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen balancieren auch etwas aus. Sie vermitteln etwas zwischen Menschen oder bauen sie eine Brücke zum anderen und sie sollen die Gespräche suchen, die Kontakte suchen, dann auch Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, also ein bisschen bewegen in allen Richtungen, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch familiär. Und das ist wichtig, dass sie zwar nichts übertreiben, dass das zu stressig wird, und genau da brauchen sie auch das innere Gleichgewicht oder so die Entscheidungen treffen. Wann ist es angebracht, wann ist es nicht, wann ist es angenehm, wann wird es stressig und so die Kontakte pflegen. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt gerade etwas im Fluss und es ist eine Art Transformation oder eine Veränderung und das zeigt sich auch im Leben, in die Tat, besonders in die Liebe, Partnerschaft. Aber das beginnt erstmal in uns selbst, im Inneren und genau in dieser Zeitqualität befindet sich momentan die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist momentan wie eine Sperre, da bewegt sich nichts. Und die neigen dazu etwas aufgeben, aber bitte nicht, weil nach dem die Neumond wirkt auch schon gut für die Löwengeborenen und dann kommt alles im Schwung nach diesem Neumond und Glück haben sie in die Liebe, Partnerschaft.
Die Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen ist erstmal so ähnlich, wie das bei den Krebsgeborenen war, so ähnlich ist das bei der Jungfrau geborenen. Momentan verändert sich innerlich etwas. Entweder finden sich die innere Ruhe oder können sie loslassen oder haben sie mehr Selbstvertrauen. Also innerlich verändern sich oder haben sie eine andere Einstellung oder finden sie die Ruhe. Und dann kommen die, was das auswirkt auch, das wird umgesetzt im Tat und es ist schon in den kommenden Tagen spürbar. Bei den Tierkreiszeichen Wagengeborenen kann ich nur sagen, sie haben jetzt eine tolle Energie in allen Ebenen. Das sind die Freundschaften, Bekanntschaften, die Kontakte, die Liebe, Partnerschaft, die Beruf, die Veränderungen, die Reisen, auch zu Hause. Also sie haben rundherum eine gute kosmische Einfluss, gute kosmische Energie momentan. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich noch erwähnen möchte, das sind die Blitzberatungen. Das geht ganz schnell. Und wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und stellen Sie Ihren Fragen. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beantworte diese E-Mails selbstverständlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Was ich noch erwähnen möchte, das ist das Kartenlegen-Schulung. Da habe ich einen extra Kanal und das heißt Meisterin des Kartenlegens. Und dort können Sie das Kunst des Kartenlegens erlernen, natürlich kostenlos. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.